Wir machen uns selten Gedanken darüber, ob wir eigentlich das Laminat richtig reinigen. Das sollten wir aber, denn man kann dabei einiges falsch machen. Fehler Nummer 1. Vorher nicht saugen. Wenn beim Wischen noch Staub oder Schmutz auf dem Laminat ist, vermischt sich dieser Dreck mit dem Wasser und es entstehen Schlieren. Wer ein streifenfreies Ergebnis möchte, muss vor dem Wischen mindestens fegen oder noch besser den Staubsauger anschmeißen. Fehler Nummer 2. Zu viel Feuchtigkeit. Laminat wirkt glatt und wie ein in sich geschlossenes System. Es hat jedoch Fugen, wenn auch kaum wahrnehmbare. Diese sind nicht gefüllt. Wischt man zu nass, kann durch die Fugen Wasser eindringen. Dann quillt das Laminat auf und wölbt sich. Dieser Schaden ist irreparabel. Ist das einmal passiert, muss das Laminat ausgetauscht werden. Deshalb gilt beim Reinigen von Laminat nur nebelfeucht wischen. Fehler Nummer 3. Das falsche Reinigungsmittel. Scharfe chemische Reiniger können die Oberfläche des Laminats angreifen. Laminat ist nämlich mit Kunststoff beschichtet. Das verträgt weder Säure noch scheuernde Reiniger. Auch Hausmittel wie Spüli, Glasreiniger, Weichspüler, Essig oder Shampoo haben auf Laminat nichts zu suchen. Sie machen die Oberfläche des Bodenbelags auf Dauer nur matt.